Hi guys. Ich habe mir hier wieder mal einen kleinen Sushi-Teller gemacht. So. Es sind zwar nur 10 Stück, aber ich habe gedacht, ich mache mir hier so ein kleines Mannequin draus. Also 3, 4. Oh, fällt einer sogar schon runter. Weil ich das so genial gehalten habe wieder so. Aber naja, ihr wisst ja ungefähr jetzt, was sein soll, ne? Mannequin. Und es geht halt darum, das Ding nicht schnell, sondern hart zu snacken. Und habe ich halt wieder meine 2 kleinen Stäbchen. Der Clou an der Sache ist nur, ich mache mir hier so eine kleine Soße. Ne? Ich habe ja einmal wieder die Zaks Shoot to Hell Berserker Soße. Sollte man mal schütteln. Aber die wird gemischt und zwar mit Ground Zero von der Bomb. Natürlich eine Soße, die ein bisschen hardcore reinflockt. So. Und halt die Wasabi-Soße. Den Wasabi tue ich jetzt einfach mal hier rein. Ja? Hier in die Schale so. Einfach mal drauf. Und dann habe ich hier den Rest Sojasauce. Den tue ich jetzt einfach mal hier rein. Damit ich eine Formel habe, sozusagen. Sojasauce. Dann kommt Mr. Zack zum Einsatz. Nochmal schütteln. Ich würde sagen, da das ja ziemlich dickflüssig ist, der Scheiß. Tun wir mal 4 Tropfen rein. Soll ja auch noch eine Soße bleiben, mehr oder weniger, so, ne, zum Tunken. Und dann tun wir mal einen Tropfen von dem üblen, von der üblen da Bomb da drauf. One, two, three. Nehmen wir mal 3 Dinger. So, also einmal die da Bomb. Einmal Monsieur Zakmackkracken. Vielleicht ist es ja Zakmackkracken vom guten alten Commodore. Wer weiß das schon. Dann nehme ich mal eben kurz meine Stäbchen und rühre mal eben kurz hier um. Der Wasabi ist nicht so toll, so von dem Fertigding. Da ist der vom Lidl eigentlich besser. Ist auch schärfer, so wesentlich schärfer, so wie der hier. Aber müssen wir, ist ein bisschen klumpig. Aber naja, scheiß drauf, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit rühre. Sieht schon aus wie ein bisschen diese komische Knoblauchsoße beim Peking Garden. Aber gut, dann machen wir halt den Scheiß so. Dann kommen wir sowieso nicht mehr drum herum. Wir kippen den Kack jetzt hier einfach mal hier drüber. Ui. So. Dann haben wir halt das Mannequin ein bisschen besprenkelt. Und ich denke mal, es könnte scharf sein. Und ihr kennt es ja inzwischen. Die Leute, die das bei mir wenigstens ein bisschen befolgen. Ich bedanke mich nochmal für alle Leute, die da ein bisschen zugucken so, und denen das Spaß macht. So. Genau wie mir. Jetzt wieder ein schönes Liedchen. Das bedeutet auch, dass ich das hier in 4 Minuten essen muss. Deswegen ist das die Da Bomb Zakmackkracken Mannequin Challenge. Genau. Es geht los. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Hey! Already brushing off the dust. Hear my voice, hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Hey! Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I've got the eye of the tiger. Flying, dancing through the fire.
right. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up. Hey! Already brushing off the dust. Hear my voice, hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Hey! Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I've got the eye of the tiger. The fire, dancing through the fire. I am a champion, and you're gonna hear me roar. Now we let the lions. I am a champion, and you're gonna hear me roar. Ja. Dazu habe ich noch ein kleines Bitburger, aber keine Milch. Keine Milch. Das ist verboten. Ja, aber ich sag trotzdem danke fürs Zugucken. Ich quäl mich noch ein bisschen so. Bis zum nächsten Mal. Also, ich halte es auf jeden Fall aus mit dem Bierchen. Also haut rein. Ciao.